Guten Morgen, wieder mal einen Tag geschafft und zwar den sechsten Tag. Das heißt, wenn wir den quasi heutigen Tag geschafft haben, ist die erste Woche rum und das finde ich schon mal ganz gut und da können wir stolz auf uns sein, dass wir das soweit geschafft haben. Ja, mir ist aufgefallen, gerade gestern auch, dass durch das Fasten unkontrolliertes bzw. eigentlich eher unbedachtes Essen nicht mehr so passiert, weil man halt bei allem, was man isst, erst drüber nachdenken muss, kann ich das jetzt oder nicht. Und nicht, weil da irgendetwas steht oder irgendwas da ist, das halt einfach essen, weil man Lust drauf hat. Und das ist genau das, was ich ja eigentlich lernen möchte. Mal wieder Selbstbeherrschung und nicht einfach sich da seinen Gelüsten hingeben, wann man Lust hat, sondern drüber nachdenken, wann esse ich was und mache ich das oder lasse ich das jetzt halt einfach. Ne? Ja, heute Morgen, nur kurzer Ausflug in den heutigen Tag, habe ich Haferflocken gegessen, mal wieder mit leinsamen Milch. Aber was ich die Tage sagte, hat sich bestätigt. Also ich habe die kernigen Haferflocken zu Hause und davon esse ich definitiv weniger, weil ich so lange drauf rumkaue und werde mir die also jetzt mischen, weil die feinen besser schmecken und die kernigen besser sind für die Verdauung, sag ich mal. Ja, was habe ich gegessen gestern? Haferflocken mit Milch. Dann hatte ich Maiswaffeln oder auch Popcornkekse genannt. Popcornkekse klingen eigentlich viel besser, finde ich. Ich glaube so 4 Stück oder so. Dann hatte ich ein bisschen Käse, also Gouda, ein paar Scheiben Lachsschinken, die ich so gegessen habe, weil ich ja gerne Brotbelag ohne Brot esse. Dafür hatte ich dann eine Scheibe Schwarzbrot nur mit Butter. Dann habe ich mir noch 5 Kirschtomaten oder Datteltomaten, die ja recht süß sind und echt lecker, aufgeschnitten und Käse, also Feta-Käse, gewürfelt. Das zusammen ein bisschen gewürzt gegessen, das war auch sehr lecker. Und dann hatte ich noch 4 Reiswaffeln mit Naturjoghurt. Das esse ich auch gerne, auch außerhalb der Fastenzeit. Einfach die Waffeln in Stücke brechen, in den Joghurt eindippen und dann schnasseln. Das schmeckt einfach lecker, finde ich. Aber ich esse auch sowieso Naturjoghurt gerne, weil es lecker ist. Ja, ansonsten hatte ich ja gestern einfach keine Zeit so wirklich, um anständig zu essen, weil ich ja vormittags erst quasi aus dem Wochenende wiederkam. Tagsüber ist auch nicht so viel gewesen auf der Arbeit, weil natürlich bei dem schönen Wetter die Leute alle draußen sind jetzt die ersten Tage. Das ist ja nur normal und nachvollziehbar. Ich bin immer noch total müde. Weiß nicht, ob das an der Fastenzeit liegt oder einfach so, ob ich zu wenig schlafe oder schlecht schlafe oder so. Ich bin einfach unglaublich müde. Gestern Abend war ich zum Sport verabredet. Normalerweise mache ich eigentlich gerne auch alleine meinen Sport, damit ich das machen kann, wann ich Bock habe dazu. Gestern hatte ich mich verabredet und da war es zum Beispiel dann gut, dass ich verabredet war, weil alleine hätte ich um 9 dann nichts mehr gemacht. So habe ich noch ein Zirkeltraining gemacht mit jemandem, der es noch nie gemacht hat. Bin mal gespannt, wie da die Resonanz so sein wird. Heute Morgen ist wohl noch nichts an Schmerzen da, ist ja klar, aber ich denke im Laufe des Tages wird ein bisschen Muskelkater kommen. Das ist ja aber auch nicht so tragisch. Ja, dann hat sich ja jetzt rausgestellt, dieser schlechte Atem, das ist nicht nur ein Gefühl, sondern es ist so, weil Aceton entsteht, dadurch, dass der Körper keine Kohlenhydrate zur Verfügung hat und deswegen Fette verbrennt. Und da ist das dann halt so ein Nebenprodukt im Prinzip. Und ich wollte jetzt einfach mal darauf achten, also ich esse jetzt nicht gar keine Kohlenhydrate, sondern quasi nur gute. Und wollte mal darauf achten, wie das ist, wenn ich Kohlenhydrate gegessen habe, so wie jetzt zum Frühstück die Haferflocken, ob das danach dann erstmal noch nicht der Fall ist und wenn ich dann später keine mehr esse, ob das dann aufkommt, was ich mal vermute. Aber ich wollte halt einfach mal darauf achten, weil es interessant ist, das zu wissen und das zu beobachten. Ansonsten hat mich gestern nichts so wirklich beschäftigt. Heute scheint noch nicht die Sonne, aber sie soll ja gleich wiederkommen. Es soll die ganze Woche schön bleiben. Deswegen wünsche ich dir einen erfolgreichen Dienstag, damit wir die erste Woche bald geschafft haben. Deswegen sage ich dann bis morgen. Tschüsschen, die Jugend.